So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art hier auf diesem Kanal. Eigentlich mache ich ja hauptsächlich aktuell so Guides und diesmal will ich so ein bisschen was einführen, so eine Art Vlog, wo ich euch einfach berichte, was so ein bisschen ansteht. Ich weiß nicht, ob ich das wöchentlich mache oder zweiwöchentlich oder welchem Rhythmus auch immer. Ich würde erstmal sagen, vielleicht sogar wöchentlich. Ich werde, und hier in dem Rahmen soll es einfach darum gehen. Ich update euch mal, was so ein bisschen bei mir abgeht, was ich eben auf YouTube mache, auf Twitch mache, was da so ein bisschen ansteht, Änderungen oder so. Und dann später vielleicht dann auch, wenn ich meine Kamera habe, dass ich dann auch zeige, keine Ahnung, wenn ich unterwegs bin, mal nach Holland fahre, wenn es geht, oder bei mir im Garten bin, am Grillen oder am Kochen bin, irgendwie sowas in der Art, einfach so ein bisschen Vlog-mäßig, wie man es eigentlich aus so ein bisschen früher halt kannte und aktuell, wo es ja aktuell nicht mehr so stark vertreten ist, das Ganze. Und so möchte ich das gerne machen und da will ich euch gerne auch mal mitteilen, also wie gesagt, es soll nicht als Hauptvideo dienen oder als hauptartiges Video auf dem Kanal, sondern es sind einfach nur so Updates, die einfach mal, wo ich auch einfach ohne Skript oder so, ohne großartig vielleicht Gedanken gemacht zu haben, einfach reinlabere. Merkt man vielleicht auch an manchem Satzbau oder wie ich auch die Sätze beende oder wie ich die anfange. Genau, und ich möchte gerne heute einmal ein bisschen was drauf ankommen, ansprechen, was ich jetzt aktuell so ein bisschen auf YouTube und Twitch geplant habe. Wenn ihr es noch nicht wusstet, ich habe einen Twitch-Kanal, der ist in den Videobeschreibungen für jedes einzelne Videos verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen und mir dann ein Like da lassen oder halt einfach mit mir chatten. Genug, sehr laut. Genau, und der Plan ist halt, auf YouTube wird es weiterhin um Guides aktuell drehen, eventuell ein RP-Projekt, RP-Let's Play-Projekt mit einem Bekannten. Ich weiß auch noch nicht, ob es stattfinden wird, ist aktuell bei mir zumindest in der Planung oder zumindest im Kopf drin. Aber es wird sich halt weiterhin immer noch um Guides-Videos drehen. Aktuell bin ich dabei, bei Outriders Bild-Videos zu machen. Die brauchen aber ein bisschen mehr Arbeit, weil ich da auch ein bisschen mehr fahren muss. Aber und neben Beruf ist es ein bisschen schwer, die ganze Zeit Outriders zu spielen. Weil ich auch noch was anderes machen muss, leider. Dementsprechend gibt mir noch ein bisschen Zeit, kommt bald. Genau, das soll da aber weitergehen. Sobald ich das halt ausgeschöpft habe, muss ich dann mal überlegen, was ich da als nächstes Projekt plane bei YouTube. Aber das krieg ich schon raus. Wenn ihr Ideen habt, lasst es mich gerne wissen, was ihr gerne sehen wollt. Habt ihr ein Game, wo ihr sowas wie Guides haben wollt? Keine Ahnung, egal welches Genre. Schreibt es einfach mal rein. Macht mal, können wir mal zusammen brainstormen. Und auf Twitch habe ich durch einen Bekannten, der ist auch YouTuber, Streamer, durch den habe ich eine Idee bekommen, die ich, glaube ich, jetzt erstmal umsetzen werde. Er macht aktuell einen Gothic-Marathon. Er spielt Gothic 1, 2, 3 auf Twitch und danach, ich weiß gar nicht, wie ich ganz danach komme. Und ich werde dann mal so ein bisschen das abkupfern und ich werde so gesehen einen Final Fantasy Marathon machen. Also sprich, jetzt in den Streams wird es hauptsächlich nicht um Outriders drehen. Vielleicht mache ich pro Woche einen Outriders-Stream. Bin mir da aber noch nicht sicher, weil meine Grafikkarte, mein Rechner kann nicht ganz Outriders aufnehmen, weil das Spiel nicht für AMD-Grafikkarten gedacht ist. Vielleicht habe ich bald einen Streaming-Rechner, aber das wird sich auch nochmal feststellen. Das wird auch nochmal ein bisschen dauern. Das ist alles noch in Klärung. Wie gesagt, ich werde jetzt werd dann so ein bisschen mal in die Nischen reingehen. Nicht in die Massen, sondern in die Nischen einfach reingehen. Und genau, deswegen werde ich da jetzt mal ein bisschen anfangen mit Final Fantasy. Da Final Fantasy 10, 10-2 spielen, dann 13, 13-2 und dann 15. Danach steht, glaube ich, auch auf dem Plan Borderlands 3, Division 2, neues Handy-Game, Summoner's War, ich weiß nicht, wie das heißt, Last Centurio oder so. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, genau. Genau, ist aber klar, geplant. Und das könnt ihr auch alles sehen, das ist nämlich einmal verlinkt. Ich habe nämlich ein Spreadsheet gebaut in Google Drive. Ihr könnt darauf zugreifen und es lesen. Und das ist in der Videobeschreibung verlinkt und auch in den und ist auch auf meinen Twitch-Panels oder ist es eher in einem Twitch-Command. Also sprich, ihr müsst, glaube ich, eingeben Ausrufezeichen Games und dann kriegt ihr direkt den Link. Den zeige ich euch sofort. So, da habe ich schon auf. Ihr seht, ich bin ein bisschen überlichtet. Immer diese weißen Websites, ey. Kriegt man den in Dark Mode hin? Wenn ja, lass mich mal wissen. Ich habe bisher keinen Weg gefunden.
Genau, das ist eine, also diese aktuelle Liste der Stream Games, die ich plane. Einmal aufgelistet Titel, dann einmal, ob das ein Blind Game ist oder nicht und wie der Status davon ist und dann später auch, soll kommt hier auch hin, abgeschlossen am. Das ist einfach so, Liste ist, also sprich, Final Fantasy 10 ist zum Beispiel das erste, dadurch steht es aktuell. Könnte man theoretisch auch tauschen, die Spalten. Dann, ob es Blind Gameplay ist und wenn ich fertig bin, schreibe ich dann, wann ich es abgeschlossen habe. Und das, und da könnt ihr halt so ein bisschen sehen, was ich spiele. Genau. Im Endeffekt ist es das eigentlich schon. Das ist so, das, was ich so ein bisschen geplant habe. Das sind so die Games und da werde ich auch nach und nach ein bisschen mehr. Da werde ich wahrscheinlich noch mehr Games hinzufügen. Wenn ihr irgendwie dafür zum Beispiel auch, ihr wollt ein bestimmtes Game sehen, wo ich da, wo, ihr wollt mich verkacken sehen, keine Ahnung, ihr wollt mich sterben sehen, ihr wollt mich verzweifeln sehen, ihr wollt mich ragen sehen bei sowas, bei einem bestimmten Game oder so, oder ihr wollt mir ein bestimmtes Gameperle zeigen, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, auf Twitch wissen oder in meinem Discord. Oder ob ihr, ob ich irgendwie bei sowas auch sowas Art wie Bestrafung einführen soll, du stirbst, dann, muss, keine Ahnung, einen Fliegestürzen machen oder so. Das kann man irgendwie so per Auswürfeln oder so, keine Ahnung. So als. Aber wie gesagt, das ist so eine Idee, die ich habe. Ich werd jetzt mit anfangen. Ihr könnt gerne vorbeischauen. Also ich werde streamen am Dienstag, Donnerstag, also beide Tage, jeweils von 19.30 Uhr an bis Open End. Und samstags 10 Uhr bis Open End. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Würde mich freuen. Ja, und das ist so eigentlich so das Update, was ich euch geben wollte, so wie da so die Änderungen sind. Also, ich werde weiter auch aktuelle Games auf YouTube bringen, Guides bringen, aber mein Stream wird sich so ein bisschen mehr richten an Old-School-Games. Also, zum Beispiel 10 ist für, bei Fantasy 10 ist für mich einfach, damit bin ich groß geworden als Kind. Ne? Ich kann da so viele Sachen erzählen, was habe ich, als ich das gespielt habe, was habe ich wann gemacht und so. Und ziemlich, also, was da so passiert ist in der Zeit herum. Kommt vorbei, wird bestimmt lustig. Ich freue mich drauf. Ja, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist auch der Twitch-Kanal verlinkt. Kommt gerne vorbei. Lasst auch ein Like da. Oder ein Sub. Weiß ja nicht. Sellout reicht jetzt an Sellout, aber ist ja eure Entscheidung. Und ja, das war's dann mit meinem kleinen Vlog. Eintrag. Ihr könnt mir, könnt ja auch mal in der Beschreibung lassen, wie ihr es findet. Einfach, gebt mir einfach Feedback. Aber lasst uns konstruktiv sein, okay? Nicht destruktiv. Ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag, Abend, Monat, Woche, Jahr, Leben. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im Stream. Bis dahin, euer Zydrakos. Ciao.